Hallo ihr Lieben, heute nehme ich euch mal wieder mit, wie ich mich fertig mache für den heutigen Tag. Ich starte auch direkt. Ich ziehe mir jetzt erstmal mein chilliges Oberteil über, damit mein Oberteil nicht schmutzig wird durch die Puder Foundation oder mein Roggenmehl, was ich jetzt noch verwenden werde. Darum ziehe ich das Ding erstmal über. Und dann legen wir auch direkt los. Ich werde heute ein bisschen mehr Make-up und Augen-Make-up wird auch ein bisschen kräftiger werden heute. Haare werde ich auch wieder mal so richtig schön wellig stylen. Das filme ich jetzt alles mit, von Anfang bis Ende. Mal gucken, wie viel ich rausschneide, das weiß ich noch nicht. Vielleicht lasse ich auch ein bisschen was schneller laufen. Gucken wir denn. Auf alle Fälle werde ich ab nächstes Jahr das so machen, wie ihr euch das gewünscht habt, was ihr so besser findet. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen Roggenmehl verwenden als Trockenshampoo. Kennt ihr ja schon von mir. Ich habe sie heute nicht gewaschen, weil ich heute viel Styling-Produkte verwenden werde, also von der Menge her viel. Und ich sowieso nachher, was weiß ich, Konfetti und so in den Haaren habe. Darum wasche ich sie heute nicht, style sie und wasche sie dann morgen nochmal. Ich wasche meine Haare nicht jeden Tag, darum versuche ich, dass sie jetzt so ein bisschen frisch aussehen, ohne sie zu waschen. Das reicht jetzt auch mit dem Trockenshampoo. Jetzt werde ich sie einfach mal nass sprühen. So, heute werde ich sie mal ein bisschen abteilen, um überall genug Schaumfestiger und so reinzubekommen. Einfach mal kurz so eine Krebsspange rein. Hier auch noch eine. So, jetzt geht es direkt weiter mit Schaumfestiger. Dazu werde ich meinen Alverde-Schaumfestiger nehmen. Ach, ich sag euch gar nicht jetzt die ganzen Produkte, die ich benutze. Ich mache es einfach. Seht ihr ja. Drei Pumpstöße. So, ich habe jetzt in jede Partie drei Pumpstöße genommen, aber das ist ja von Haar zu Haar verschieden. Man kann ja mehr oder weniger benutzen. Muss ich eigentlich auch nicht immer sagen, wie viele Pumpstöße ich benutze, oder? Das gleiche Spielchen, einmal die Haare abteilen, damit überall Gel rankommt. Heute nehme ich mal das Taft, weil ich einen stärkeren Halt haben möchte. Und bevor ich jetzt mit dem Make-up starte, werde ich meine Haare einmal überdiffusen, Pixie-Diffusen, damit sich das nicht aushängt und ich so ein bisschen Wellen bekomme. Das mache ich jetzt schnell mal. Okay, Haare sind diffust, sind noch lange nicht trocken, aber ich habe das jetzt zuerst gemacht mit den Haaren, dann können sie in Ruhe weiter trocknen.
in der Zeit, wo ich mein Make-up auftrage. Ich werde ganz vorsichtig mein Haarreif so rüberpacken, dass sie mir nicht ins Gesicht fallen. Ich versuche jetzt gerade meine Tapes aufzukleben, dass es auf beiden Seiten gleich ist. Dann starten wir auch mit dem Augen-Make-up. Ich habe jetzt eben beim Abkühlen das Video schon so ein bisschen geschnitten. Ich werde, ja, ich habe meinen Alverde-Schaumfestiger benutzt und mein Taftgel und so. Aber ich glaube, das schneide ich auch noch raus, dass ich das erwähne und in die Kamera halte und so. Ihr findet ja alle Produkte in meiner Beschreibung. Meine Lieblingsprodukte und die Produkte, die ich im Moment verwende. Und Lidschattenpalette werde ich heute die von Catrice von Maxim nehmen und die von Hatice Schmidt von Love. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Wie gesagt, ihr findet alles in der Beschreibung, bla bla bla, bla bla bla. Ich fange jetzt an mit dem Augen-Make-up. Luna, den Lidschatten werde ich jetzt erstmal auf mein ganzes Lid auftragen, um das abzupudern und ja, damit das nicht, weil ich so ölige Augenlider habe, werde ich da mal ordentlich Lidschatten drauf machen als Base sozusagen, weil das soll ja alles doch ein bisschen halten. Das sind ja doch 13, 14 Stunden vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie lange ich wach bleibe, aber ich möchte mich jetzt den Rest des Abends, wenn ich fertig geschminkt bin, den Rest des Tages und den Rest des Abends mich nicht drum kümmern, was nun hält und was nicht. Ich werde nachher auch ordentlich Haarspray benutzen. Ja, wie gesagt, dass ich einfach Silvester feiern kann mit meinem Schatzi. Und mich nicht drum kümmern muss, ob die Haare sitzen oder sonstiges. Wir bleiben übrigens zu Hause. Ihr wisst ja, also einige von euch wissen ja, dass wir drei Wauzis auch hier haben. Drei Hunde. Und die lassen wir Silvester nie alleine. Habe ich noch nie gemacht. Meine kleine Hündin Luna ist mittlerweile 12 Jahre alt und die habe ich noch nie alleine gelassen zu Silvester. Werde ich auch heute nicht machen. So, das war jetzt einmal Luna. Heute möchte ich alles recht dunkel machen. Ja, heute mache ich alles recht dunkel, weil ich habe ein schwarzes Oberteil an. Wird auch eine fette glitzernde Ohrringe umnehmen und so. Heute alles ein bisschen dunkler und extremer. Auch falsche Wimpern werde ich mir heute mal draufballern. Ich starte mit der Hatice Palette und nehme das Lila. Berlin heißt der Lidschatten. Und das mache ich auf mein ganzes Lid. Ja. Wie gesagt, heute mal alles ein bisschen duster. Und mehr als sonst. Heute auch mal wieder ein bisschen hier mein Innenwinkel. Ich lasse dieses erste Drittel ja meistens aus, aber weil ich noch falsche Wimpern tragen werde und die nicht kürzer, mache ich heute auch mal hier ein bisschen dunkler im vorderen Drittel von meinem Auge. Ich mache weiter mit der Maxim Palette. Ich werde die Farbe Thank You Next nehmen und mit dem fluffigen Pinsel alles so ein bisschen ausblenden, weil die Farbe Luna ist ja recht hell und das ist so krass abgehackt, dunkelhell. Darum so ein bisschen die Farbe Thank You Next. Das ist dieses schöne Rosa, Altrosa.
Okay, jetzt geht es weiter mit der nächsten Farbe. Lila ist ja immer so ein bisschen schwierig und wird auch gerne fleckig und so. Ist aber nur so meine Grundierung. Ich möchte jetzt mit der Farbe weitermachen. Und zwar nehme ich die Farbe 5 AM. Das ist so ein dunkles Braun, Grün, Gold. Das kommt jetzt über das Lila aus der anderen Palette. Wieder die Farbe Thank You Next zum Verblenden. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was Schimmerndes haben. Und ich kann mich nicht entscheiden, welche Farbe ich nehme. Ich versuche es mal mit dem Ton Work. Ich mache mal kurz meinen Pinsel sauber. Mache ich einmal hier an diesem Baumwollpad. Ich nehme einfach mal die Farbe Work. Ist so ein schönes Gold, Kupfer, Bronze. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich mache ihn einfach auf. Ich gehe jetzt nochmal in die Hatice-Palette und nehme den Glitzerton, so ein ganz helles Glitzer. Pamuk heißt die Farbe vom Lidschatten. Machen wir das nur hier in. Um das ein Tickchen heller zu machen. Ich gehe aber noch nicht zu weit rein in den Innenwinkel, weil ich muss noch Concealer auftragen. Da kommt dann nachher noch Pamuk noch mal wieder drauf. Bisschen weiter nach innen. Gut, jetzt bin ich wieder bei der Maxim Palette und nehme ein ganz helles Braun. Rumors nehme ich. Nur damit ich so ein bisschen Hautfarbe, Ton bekomme und nicht zu weiß hier oben bin. Nur einmal so ein bisschen über den Farbton Luna. So, das ist erstmal gut so. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil ich keine Augenbrauen habe. Ich nehme wieder meinen fluffigen Pinsel, Blender Betty. Und werde jetzt einmal überall rüber huschen. Und zwischendurch immer sauber machen. Ganz zum Schluss gucke ich dann nochmal, was fehlt oder was zu viel ist, weil wenn erstmal Wimperntusche drauf ist und auch noch die falschen Wimpern, verschwindet auch viel von den Farben und man sieht vielleicht nicht so viel. Mal gucken, was ich dann noch nachlegen werde. Jetzt mache ich erstmal meine Base und den unteren Wimpernkranz und sowas. Und weil es ja lange halten soll und ich so ein bisschen mehr abdecken möchte, als ich normalerweise mache, kommt heute auch mal ein bisschen mehr Produkt aufs Gesicht.
Das verteile ich jetzt erstmal ganz grob mit meinen Fingern. Und auch gleich noch mit dem Pinsel. An den Augen spare ich direkt aus, weil da noch Concealer hinkommt. Und ich nicht zwei cremige Produkte unbedingt übereinander schichten möchte. Ich werde heute auch noch meine helle Puderfoundation und meine dunkle Puderfoundation benutzen. Also wie gesagt, da kommt heute echt genug drauf aufs Gesicht. Darum spare ich direkt die Partie aus, wo der Concealer hinkommt. So, das werde ich jetzt erstmal einarbeiten mit dem Pinsel und die beiden Puderfoundations noch auftragen. Heute mal mehr Concealer als gewohnt. Wie gesagt, hier drin kann ich jetzt schön alles wieder aufhellen, falls ich jetzt mit dem dunklen Lidschatten da sowas reingefegt habe. So. Das verblende ich jetzt gleich alles, also das werde ich einarbeiten mit meinem Finger. Dann mache ich meine Augenbrauen und dann filme ich wieder mit. Concealer und Augenbrauen sind drauf. Jetzt starte ich wieder mit der Farbe Berlin aus der Hatice Palette. Das mache ich mir hier am unteren Wimpernkranz. Auch erstmal nur grob auftragen alles. Hier so ein bisschen als Lidstrich, als Wing, sag ich mal. Weil ich ja keinen flüssigen Eyeliner verwende. Und auch hier unten die Farbe Rumors. Kurz den Pinsel einmal sauber machen und alles so ein bisschen verblenden. Und heute auch wieder übertreiben, ruhig bis ganz in den Innenwinkel. Sonst höre ich ja meistens bei der Pupille auf oder da, wo die Iris anfängt. Heute mal alles vom unteren Wimpernkranz. Hier so ein bisschen diesen möchte gern Wing verblenden. Lidstrich werde ich den von Rival Loves Me nehmen, den grauen in der Farbe 06 Stone. Das ist ja dieser wackelige Kandidat, deswegen halte ich mein Lid immer fest und heute mache ich mal einen fetten Lidstrich. Auch wieder die Wasserlinie wie immer. Am unteren Wimpernkranz auch. Und bevor ich die Wimpern tusche und die falschen Wimpern aufklebe, wollte ich ja noch Pamuk nehmen. Das mache ich jetzt mal. Mache das hier so ein bisschen heller. Meinen flüssigen Highlighter werde ich auch noch benutzen. Heute auch mal ein bisschen mehr.
Ich mache jetzt die erste Schicht Wimperntusche. Bevor ich jetzt die zweite Schicht Wimperntusche auftrage, werde ich mir meine falschen Wimpern aufkleben und dann nochmal drüber tuschen. Jetzt kommt die zweite Schicht, damit die falschen Wimpern und meine eigenen Wimpern sich so ein bisschen verbinden und so, ja, dass man halt nicht sieht, dass es falsche Wimpern sind. Okay, man sieht, dass es falsche Wimpern sind, aber dass ich meine eigenen Wimpern an die falschen Wimpern rankleben kann. Das kann jetzt erstmal antrocknen. Ich mache jetzt erstmal weiter mit dem Bronzer und mit den Lippen und mit den Haaren. Den Bronzer trage ich auch erstmal so grob auf. Und dann mache ich den Pinsel sauber, indem ich einfach alles auf meinen Hals noch so drauf gebe. Dann verblende ich alles mit dem sauberen Pinsel. Mehr oder weniger sauber. Meine Lippen mache ich einfach wieder meinen Lip Liner, nur das Lippenherz. Wie immer, ich umrande meine Lippen ja nie ganz. Heute zwei verschiedene. Also einmal Lipgloss dunkel und einmal ein bisschen heller. Der hat mehr Glitzer. Und den helleren drüber. So, jetzt gucke ich mal, ob das so in Ordnung ist. Ja, ist recht viel, ist bestimmt ungewohnt für euch mit diesen fetten Wimpern und so. Aber wie gesagt, einmal im Jahr kann man mal so richtig übertreiben, alles drauf machen, was geht. Ich könnte jetzt auch fettknallig rote Lippen machen, aber ich trage keinen Lippenstift. Darum halt nur mein Lipgloss in einer nicht ganz so knalligen Farbe. Ich werde jetzt mal meine Haare noch fertig machen und ich muss auch einen Schmuck umnehmen und sowas. Machen wir mal direkt die Haare auf, beziehungsweise den Haarreif raus. So. Ich ziehe erstmal meinen chilligen
Strickpullover aus. Und dann knete ich den Cast aus. Und wenn ich vorher schon weiß, dass ich viel Haarspray verwenden möchte, nehme ich meinen Schmuck erst ganz zum Schluss um, damit er nicht so eine stumpfe, wenn man das jetzt öfters macht, so eine stumpfe Haarspray-Schicht auf dem Schmuck ist. Ist nur Modeschmuck, aber ich versuche es trotzdem zu vermeiden. Ich möchte auch noch ein bisschen Glitzer in die Haare machen. Das mache ich aber auch erst, nachdem ich mein Haarspray raufgeballert habe. Heute recht viel betonmäßig. Das muss halten. Das Haarspray kennt ihr noch gar nicht von mir. Ups, falsch rum. So. Habe ich mir gekauft, weil mein anderes gerade nicht da war. Aber das riecht geil. Also das ist auch eins ohne Silikone, aber mit Duft. Und das riecht nach Magnolia. Richtig, richtig geiler Scheiß. Aber jetzt erstmal meine Haare einbetonieren. Ich nehme für meine Haare ja gerne Bobbypins, wenn jetzt mal so eine Strähne so runterfällt und da hängt, wo sie nicht hingehört. Brauche ich heute nicht, weil das ist, hier wackelt das ein bisschen, alles andere ist betonfest. Aber ich möchte so ein ganz bisschen diese kleinen Glitzer-Stresssteinchen reinmachen. So. Jetzt noch mein Schmuck. Das ist jetzt der fertige Look mit Schmuck und so weiter. Ringe sind heute auch mal etwas fetter, passend zu meinem Glitzeroberteil. Ich werde vielleicht noch ein Tuch umnehmen, ein dunkles, so ein bisschen meinen faltigen Hals verstecken. Kann man ruhig mal machen, aber vielleicht wird das nachher auch zu warm und nehme ich es wieder ab, ist ja auch wurscht. Das ist jetzt der fertige Look und auch ein Armband passend zum Pullover mit Glitzer und Schwarz. Ich bin startklar, es kann losgehen. Ab und zu knallt es auch schon draußen, ist bei euch bestimmt auch so. Ja, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch von Herzen alles, alles Gute für das neue Jahr. Kommt gut rein, habt viel Spaß oder ihr habt es ganz, ganz kuschelig, gemütlich. Macht eine dicke, fette Party. Was immer ihr euch wünscht, soll in Erfüllung gehen. Ich mache keine fette Party, ich mache es mir gemütlich und mache eine kleine Party mit meinem Schatzi und meinen Bauzis. Aber auch dann kann man sich mal so richtig übertrieben aufdonnern, wenn man Bock drauf hat, warum nicht? Ja, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen und sage Tschüss, ihr Lieben. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute fürs neue Jahr. Das ist mein Silvesterlook.